Das, meine lieben Zuschauer, ist Rolf Buchholz. Er ist seit 2010 im Guinness Buch der Rekorde und hat geschlagene 453 Piercings. Das ist eine ganz stolze Summe. Seit wann pierst du dich? Also mit dem Piercing habe ich im Dezember 1999 angefangen. Da habe ich mein erstes Piercing bekommen. In den ersten Jahren habe ich halt nur wenige Piercings gemacht. Dann gab es mal so 2-3 Jahre, wo ich sehr viele Piercings gemacht habe. Und in den letzten 3 Jahren sind da kaum noch Piercings dazugekommen. Ist ja auch kaum noch irgendwie Platz. Welches war denn das Schmerzhafteste? Ach, Piercing ist überhaupt nicht schmerzhaft, weil das geht so schnell. Wenn man das merkt, ist das Piercing auch schon vorbei. Also das ist halt bei Tätowieren zum Beispiel anders, weil dort dauert ein Tattoo viel länger. Wenn das dann wehtut, dann ist es noch lange nicht fertig. Du bist ja gelernter Informatiker und arbeitest bei der Telekom. Ja. Das denkt man gar nicht so in dem Moment. Was sagen deine Kollegen? Die Kollegen haben das halt von Anfang an gesehen. Also ich habe dort angefangen, bevor ich mit Tattoos und Piercings angefangen habe. Und es ist halt für die Kollegen halt auch immer langsam was dazugekommen. Es ist halt nicht so, dass auf einen Tag einmal bin ich hingekommen und ich hatte die ganzen Tattoos und Piercings. Das ist halt der Unterschied, dass sie mich vorher halt schon kannten, sodass das kein Problem ist. Wie werden Implantate gemacht? Wie werden Implantate gemacht? Das kann man, hier an der Hand habe ich ein Implantat, das ist Silikon. Und man kann das hier noch ungefähr sehen, da ist halt aufgeschnitten worden, dann wird die Haut gelöst, das Implantat wird runtergeschoben, nachher zugenäht und das ist es dann fertig. Warte. Du hast einen Magnet im Finger, wie geil ist das? Wie machst du, nimmst du die ab und zu raus zum Reinigen oder? Ich nehme die so nicht raus. Das einzige nachts nehme ich hier die Plugs aus den Ohren raus, weil die würden sowieso rausfallen. Und sonst lasse ich die drin, weil bei der Menge, wenn du die rausnimmst, erstens dauert das lange, die Löcher würden sich zuziehen und du kriegst die nachher auch nicht mehr so einfach rein. Und dann stichst du dir auch manche Piercings selber? Also ich habe kein Piercing selber gestochen. Also gesehen habe ich das Suspension erstmalig in Malmö auf der Tattoo Convention. Da waren halt auch ein paar ganz bekannte Leute, die das gemacht haben. Hove Fjell aus Norwegen, Mufa aus Kopenhagen und Lukas Bierer aus Frankreich. Die haben das damals, das war so 2001, vorgeführt, haben darüber erzählt. Das war auch noch eine Zeit, wo es total unbekannt war, wo es auch noch schwierig war, im Internet darüber Informationen zu finden. Und dann ein Jahr später hat halt das Piercing-Studio, wo ich mich piercen lasse, die haben dann halt eine Veranstaltung gemacht, haben dann halt Suspension gemacht und da habe ich dann das erste Mal gehangen und ich habe mit der Zeit immer mehr Leute kennengelernt und habe dann öfters gehangen und mittlerweile kenne ich weltweit so ziemlich alle Leute, die Suspension machen. Und wenn du auf Facebook guckst, ich glaube, das ist die größte Bildersammlung zu Suspension, die du dort finden kannst. Das sind Angelhaken, genau, werden Angelhaken oder speziell hergestellt. Und zwar werden die Haken vom Hochseeangeln genommen, die Widerhaken werden abgefeilt. Okay. Und dann werden die Haken benutzt. Es werden halt Großteil deswegen diese Haken benutzt, weil die sind sehr stabil und verbiegen sich nicht. Es gibt Leute, die auch selber welche machen und da ist halt das Problem, wenn du aus dem Draht, das ist ja Draht, auch der Angelhaken ist ja Draht, wenn du die selber biegst, zum Biegen darf der Draht nicht zu hart sein, aber andererseits soll es nachher sehr hart sein, dass es sich nicht wieder verbiegt und das ist halt das Problem in der Herstellung. Da wird dann quasi ein Riesenpiercing durch die... Jetzt wird dieses amerikanische Piercing genommen. Hier in Deutschland wird ja mit Braunölen gepierst. Die Amerikaner benutzen ja Needle Blades. Das sind so ungefähr so lange Nadeln, die genauso wie die, also Hohlnadeln, genauso wie die Braunöle, die schräg angeschliffen sind. Und da wird durchgepierst und hinten wird dann beim Piercen der Schmuck angesetzt oder sonst der Haken und damit wird der Haken mit der Nadel durchgezogen. Okay. Und dann das ist halt die. Hochgezogen ja, und dann nachher wird man da hochgezogen. Dann. Was hältst du von Scarification? Also von Scarification? Also ich habe eins im Gesicht. Daran kannst du aber auch sehen, wie gut das alles bei mir verheilt. Deswegen klappt das auch mit dem Piercing. Es heilt bei mir halt sehr gut.
Und halt diese Scarification, das ist halt nicht nur eingeschnitten, sondern wir haben sogar so 5 mm die Haut abgezogen. Ja. Und trotzdem sind die Narben sehr klein geworden, weil auf Anhieb hast du sie gar nicht gesehen. Nee, das fällt so bei den ganzen Mitgliedern nicht mehr ganz so doll auf. Ja, aber auch so ist es halt so, halt wenn ich... Im Winter siehst du die kaum, im Sommer siehst du die mehr, weil die Haut unterschiedlich braun wird. Also das ist halt auch die Sache da. Ja, cool. Ich finde dich richtig cool. Du wachst auf jeden Fall.